Das Einmaleins des Glaubens für Gangster und Faulpelze, das war der Titusbrief. Wir haben heute die 7. Predigt in unserer Reihe. Und der gute Paulus wendet sich heute einem Thema, genauer gesagt einer Zuhörerschaft zu, die uns auf den ersten Blick erstmal so ein Stück fremd vorkommt. Ich lese euch mal den Text vor. Titus Kapitel 2, die Verse 9 und 10. Da heißt es, die Sklaven ermahne ihren eigenen Herren, sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Das ist unser Text für heute Morgen. Titus 2, die Verse 9 und 10. Es geht also um das Einmaleins des Glaubens für Sklaven. Und bevor wir uns die Frage stellen, wie kann ich das anwenden auf uns? Kann ich das überhaupt anwenden? Und natürlich würde ich keine Predigt machen, wenn ich dann am Ende sagen müsste, Edgebage hat gar nichts mit euch zu tun. Also man kann das irgendwie anwenden. Ich möchte trotzdem an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, drei Vorbemerkungen zu machen. Weil das Thema Sklaverei zu Recht ein Thema ist, das uns irgendwie sauer aufstößt. Und deswegen ist es wichtig, dass man, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, man vorab mal ein paar Themen versteht. Vorbemerkung Nummer 1. Wenn wir das Wort Sklaverei hören, dann haben wir ein Bild vor Augen. Ja, man hat Serien gesehen über Sklaven, man hat Filme darüber gesehen und meistens geht es da um Sklaverei in den Südstaaten. Also man hat entführte, ausgebeutete Afrikaner vor Augen, die irgendwo in den Zuckerrohrplantagen der Südstaaten gequält werden. Und damit wir uns richtig verstehen, aus Gottes Sicht hat jeder, der mit dieser Art von Sklaverei zu tun hat, tatsächlich sein Leben verwirkt. Einfach mal vorneweg, damit wir nicht denken, wir würden das gutheißen, nur weil hier in dem Text das Wort Sklaverei vorkommt. Deswegen möchte ich an der Stelle einfach mal zwei Textstellen vorlesen, damit ihr versteht, wie ernst Gott gegen diese Art von Sklaverei ist. 2. Mose Kapitel 21, Vers 16. Da heißt es, wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft, sei es, dass er in seiner Gewalt gefunden wird, der muss getötet werden. Ups. Ja, ups. Das ist schon, ja, die Todesstrafe steht im Alten Testament auf Menschenraub. Und zwar Menschenraub mit dem Ziel, Menschen zu versklaven oder die eben weiter zu verkaufen. Eine ähnliche Stelle, 5. Mose, Kapitel 24, Vers 7. Da heißt es, wenn ein... Frank, magst du noch die nächste Stelle? 5. Mose, 24, 7. Wenn ein Mann gefunden wird, der einen von seinen Brüdern, einen von den Söhnen Israel geraubt hat und ihn als Sklaven behandelt und verkauft hat, dann soll dieser Dieb sterben. Das war bei Diebstahl sonst nicht der Fall. Okay? Das war... Normalerweise war Diebstahl eine Sache, die konnte man irgendwie wieder regeln. Hier an dieser Stelle, dann soll dieser Dieb sterben und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Und das ist ein Prinzip des Alten Testaments, damit wir verstehen, wie ernst diese Sünde ist. Und das wird dann auch im Neuen Testament nochmal aufgegriffen. Im 1. Timotheusbrief gibt es eine Sammlung von Sünden, wo Paulus sagt, also wenn man ins Alte Testament hineinschaut, ja, das Alte Testament, das mosaische Gesetz, gilt für uns erstmal nicht, aber man kann aus dem mosaischen Gesetz heraus ableiten, was ist denn richtig und was ist falsch. Und da gibt es eine ganze Menge Gesetze, ja, die sind heute genauso falsch wie damals. Und dann macht Paulus eine längere Auflistung, 1. Timotheus Kapitel 9, 1, Vers 9 und 10. Und in dieser Auflistung liest man dann eben auch vom Menschenräuber. Also der Menschenräuber, das ist total verboten. Und deswegen... Vorbemerkung Nummer 1, Gott ist gegen jede Form von Sklaverei, die dadurch entsteht, dass man einen Menschen raubt und gegen seinen Willen zum Sklaven macht. Da ist Gott komplett dagegen. Und wir wissen ein bisschen aus der Geschichte, dass das, was an Sklaverei in Nord- und Südamerika passiert ist, ja, das ist genau diese Form von Sklaverei. Und deswegen ein Zitat aus einem Buch, das ich euch zu dem Thema sehr empfehle. Thomas Schirmacher, Ethik, Band 5, ab Seite 229, so in der Größenordnung. Da findet ihr einiges zum Thema Sklaverei. Und ich zitiere mal
Der schreibt dort, die Sklavenhändler und ihre Geldgeber in den vornehmen Bankhäusern und Bürgerfamilien vergriffen sich am Leben anderer und hatten damit ihr Leben verwirkt. Ja, das ist in etwa so die Sklaverei, die wir so vor Augen haben. Und dass wir verstehen, da ist Gott total dagegen. Punkt Nummer 2. Jetzt haben wir aber einen Text gelesen, in Titus, wo es um Sklaven geht. An wen richtet sich denn jetzt dieser Text? Jetzt muss ich das Ganze ein bisschen relativieren. Die Briefe richten sich an Sklaven, die in Haushalten dienten. Okay? Das Wort, das hier verwendet wird, doulos, und ich möchte jetzt mal diesen Unterton der Unmenschlichkeit und der Ausbeutung wegnehmen. Man kann dieses Wort auch einfach mit Knecht übersetzen. Und da merkt man, oh, Knecht klingt gar nicht mehr so schlecht. Wenn ich ins Hebräische hineinschaue, dann ist der Begriff für Sklave im Wett direkt abgeleitet von dem Wort für arbeiten. Also der Sklave ist im Hebräischen rein sprachlich ein Arbeiter und unterscheidet sich vom angestellten Arbeiter darin, dass er kein Gehalt bekommt, okay, ja, dass er aber auch Mitglied des Haushalts ist, beziehungsweise dass der Chef in seinem Fall auch sowas wie die väterliche Gewalt über ihn ausübt. Und wenn man jetzt ins Alte Testament hineinschaut und überlegt, ja, wie sollte denn da mit diesen Sklaven umgegangen werden, mit diesen Arbeitern, dann merkt man, der Sklave ist alles andere im Alten Testament und damit in der Vorstellung Gottes als ein rechtloser Besitz. Der Sklave ist von Gott geschaffen als Mensch. Er ist viel mehr als ein Ding auf zwei Beinen, mit dem man machen kann, was man will. Ein Sklave im Alten Testament hat Rechte. Und zwar ganz einfach deshalb, weil er Geschöpf Gottes ist. Schauen wir uns die nächste Folie an, hier auf 31, die Verse 13 bis 15. Ganz wichtiger Punkt. Ihr müsst euch diesen Aspekt bitte merken. Hier betont die Gleichheit aller Menschen. Hiob 31, 13, wenn ich missachtet habe das Recht meines Knechtes, gleiches Wort wie Sklave, und meiner Magd oder Sklavin in ihrem Rechtsstreit mit mir. Was wollte ich dann tun, wenn Gott sich erhöbe und wenn er untersuchte, was ihm erwidern? Hat nicht er, der mich im Mutterleib gemacht hat, auch ihn gemacht? Und hat nicht einer im Mutterschoß uns bereitet? Und wir merken, Hiob sagt, boah, Gott behüte, dass ich in einem Rechtsstreit, nur weil ich am längeren Hebel sitze, dafür sorge, dass mein Sklave oder meine Magd nicht ihr Recht bekommt. Gott hat uns beide gemacht. Ein Sklave hat Rechte, weil Gott ihn geschaffen hat. Er ist Gottes Ebenbild. Und deswegen darf ich mit ihm nicht machen, was ich will. Und ihr merkt, wow, das ist ja im Prinzip, das könnte man eins zu eins auf alle Beziehungen, auf alle Menschen übertragen. Ja, genau das. Also deswegen muss man den Vers sich auch merken. Ja, das ist so ein Grundsatz, wenn du dich fragst, warum hat ein Mensch Würde und Wert? Ja, ganz einfach, Gott hat ihn gemacht. Es ist seiner, der gehört Gott. Ja, so wie mein Auto. Mein Auto gehört mir. Und so gehört jeder Mensch Gott. Du kannst nicht einfach mitmachen, was du willst. So, gehen wir einen Schritt weiter. Gott zieht Menschen zur Rechenschaft, die das Recht ihres Knechtes beugen. Und deswegen ist wichtig, dass wir verstehen, in der Bibel besitzt der Herr nicht den Menschen, sondern nur dessen Arbeit. Und ich bringe euch mal eine Aufstellung, ein paar Sachen, die jetzt auch noch alle in der Bibel stehen. Wenn ihr das gerne nachlesen wollt, auf Rockwords habt ihr das Skript, da seht ihr die Stellen dazu. Ich mache jetzt einfach mal eine Auflistung, damit man versteht, wie frei oder wie anders Sklaverei im Alten Testament gedacht war, als wir das kennen aus den Filmen und Serien, die wir vielleicht gesehen haben. Also ein Sklave konnte eigenen Besitz haben. Es wurde explizit gesagt, dass der Herr nicht mit Gewalt über ihn herrschen durfte. Ein israelitischer Sklave musste nach 6 Jahren Dienst freigelassen werden. Wer einen Sklaven verletzte, musste ihn freilassen. Du schlägst ihm den Zahn aus und er geht frei aus. Am Sabbat darf der Sklave natürlich ruhen. Und das finde ich besonders schön. Wenn die Sklaverei vorbei ist nach 6 Jahren, dann muss der Herr dem Ex-Sklaven so viel Besitz mitgeben, dass der ohne Probleme wieder eine neue eigene Existenz aufbauen konnte. Und daneben gibt es noch ein Lösungsrecht, also wenn du genug Geld angespart hattest, konntest du dich selber freikaufen, oder wenn du einen Verwandten hattest, der genug hatte, dann konnte der dich freikaufen. Und wehe, wenn du dich an deinem Sklaven vergreifst.
Nächste Folie, 2. Mose 21, 20. Wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklavin mit dem Stock schlägt, sodass er ihm unter der Hand stirbt, was dann? Text sagt, dann muss er gerecht werden. Und im Alten Testament ist Mord so eine Sache, das solltest du dir sparen. Ja, da ist das Prinzip ein Leben für ein Leben. Wenn Mord gerecht wird, ja, wenn du einen Sklaven erschlägst, dann hast du an der Stelle die Todesstrafe verdient. Ein Mord führt zum eigenen Tod. Ein Leben für ein Leben. Und zwar auch dann, wenn es ein Sklavenleben war. Gott macht da einfach mal keinen Unterschied. Der Sklave ist nicht vor Gott ein Mensch zweiter Klasse. Und ihr könnt euch vielleicht ein bisschen vorstellen, wenn dieses Denken jetzt durch die Kirche Einzug hält in die Weltgeschichte, was das für ein Aufruhr war so in den ersten Jahrhunderten, wenn die frühe Kirche angefangen hat, Sklaven die volle Mitwirkung in den Gemeinden zu ermöglichen. Also bis Ältestenschaft, überhaupt kein Problem. Du bist Sklave, interessiert niemanden. Ja? Es geht um dein geistliches Leben. Es geht darum, dass du dich bekehrt hast, dass du mit Gott lebst. Volle Mitwirkung. Und dann, ein bisschen später, als die Kirche anfing, im großen Stil Sklaven freizulassen, beziehungsweise Sklaven frei zu kaufen, beziehungsweise sich öffentlich für Sklaven einzusetzen. Absoluter Wahnsinn. Und wenn man sich fragt, warum war in der frühen Kirche es ein gutes Werk, dass man Sklaven befreit hat, dann geht das zurück auf ein alttestamentliches Gebot, was zu den merkwürdigsten gehört, die man überhaupt nur so gesellschaftskritisch im Alten Testament findet. 5. Mose 23, Verse 16, 17. Da heißt es, einen Sklaven, der sich vor seinem Herrn zu dir rettet, sollst du seinem Herrn nicht ausliefern. Schön, oder? Bei dir soll er wohnen, in deiner Mitte, an dem Ort, den er in einem deiner Tore erwählen wird. Er sucht sich das aus, wo er wohnen will. Wo es ihn gut dünkt, du sollst ihn nicht unterdrücken. Hammer! Also, Gott ist gegen jede Form von Unterdrückung. Ein Sklave, der sich rettet, ist halt einer, der läuft vor einem schlechten Herrn davon. Und der darf als freier Mann in Israel leben. Ja, Sklaverei ist in der Bibel kein wünschenswerter Zustand. Gott will immer den freien Mann. Er will den, der sich selber entfalten kann. Aber klar, wo das gesellschaftlich vielleicht noch nicht drin ist, ich meine, halten wir kurz fest, dass die Abschaffung der Sklaverei von evangelikalen Christen im Wesentlichen hervorgebracht wurde. Aber wo das eben gesellschaftlich noch nicht möglich ist, da gibt es wenigstens für die christlichen Herren einen klaren Auftrag. Kolosser 4,1, und das geht hier an Christen, die Sklaven hatten, also sie mussten ihre Sklaven nicht unbedingt freilassen, das wäre übrigens auch nicht immer für die Sklaven gut gewesen. Ja, es war jetzt durchaus nicht in einer solchen Gesellschaft das Glücklichste, was dir passieren konnte, dass sich jemand vor die Tür setzt und sagt, ich brauche dich nicht mehr. Aber den Herren wird gesagt, Kolosser 4,1, ihr Herren gewährt euren Sklaven das Recht und billig. Achtung, billig ist nicht Primark, sondern billig heißt recht angemessen. Man kann das Wort anders verwenden. Ihr Herren gewährt euren Sklaven, was recht und angemessen ist, da auch ihr wisst, dass ihr einen Herrn im Himmel habt. Also dem Herrn wird gesagt, versuch doch mal mit deinem Knecht falsch umzugehen. Ja? Du bist auch verantwortlich nach oben. Ja? Du wirst deinen Umgang mit den Sklaven, wirst du besprechen mit deinem Chef, mit deinem Chef. Ja, auch wenn du jetzt Chef bist. Du hast einen Chef über dir. Wie gesagt, vielleicht war es im ersten Jahrhundert noch nicht möglich, als eine neue, letztlich auch religiöse Minderheit, Christentum, gleich dieses gesamte gesellschaftliche System der Sklaverei zu erschüttern. Aber wenn man glaubt, dass Gott Sklaverei toll gefunden hat, einfach nur, weil er nicht so vehement dagegen bollert, wie wir uns das vielleicht aus unserem Blick zurück wünschen würden, Gott findet Sklaverei nicht toll. Und das Neue Testament ist sich schon darüber im Klaren, dass es ein Nachteil ist, Sklave zu sein. Paulus kann nüchtern formulieren, 1. Korinther 7, Vers 20 und 21. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Jetzt kommst. Wenn du aber frei werden kannst, also wenn du dein geistliches Leben mit mehr Freiheitsgraden leben kannst, mach umso lieber Gebrauch davon.
Das ist der Zusammenhang. Wenn du frei werden kannst, dann werde frei und diene Gott als freie Frau und als freier Mann. Aber, und das ist meine letzte Vorbemerkung, dann gehen wir wirklich zum Text, Vorbemerkung Nummer 3, wenn du als Sklave berufen wurdest, also zum Glauben gefunden hast, dann lass es dich nicht kümmern. Ich finde diesen Vers so herrlich. Vor Gott spielt es keine, wirklich gar keine Rolle, wo wir in der Gesellschaft stehen. Ob oben oder unten. Wir sind nicht weniger brauchbar für das Reich Gottes, wenn wir unten stehen. Ich würde sogar sagen, es ist in gewisser Weise ein Vorteil, wenn du nicht zu den Superschlauen und zu den Super-Einflussreichen und zu den Supermächtigen gehörst. Es gibt ein paar Verse in der Bibel, die zeigen, dass zur Elite gehören, wenn es darum geht, gläubig zu werden, dass das eher ein Nachteil ist. Bis heute gilt, wenn wir nicht die Überflieger sind oder wenn wir durch unsere Biografie gehandicapt sind, lern diesen Vers auswendig. Lass es dich nicht bekümmern. Ja, Berliner Kneipe mäßig, scheiß drauf. Versteht ihr? Ist einfach egal. Einfach völlig Wurst. Kannst du was ändern? Ändere es, ja. Kannst du nichts ändern? Ja, dann diene Gott mit 100% Leidenschaft genau an dem Platz in der Gesellschaft, wo Gott dich gefunden hat. Erzähl den Menschen, die um dich herum mit dir arbeiten, zur Schule gehen, die du nur triffst, die deine Kumpels sind. Erzähl den Menschen von dem Herrn Jesus. Du hast genug zu tun, wenn du die abarbeitest, die du schon hast. Glaub mir. Freu dich an deinem Gott. Und je mehr diese Welt für dich nicht die Erfüllung darstellt, weil du halt ein Stück Pech hattest, ja, Zeit und Geschick trifft sie alle. Wir suchen uns den Ort nicht aus, wo wir zum Glauben kommen. Und je weniger diese Welt für dich die Erfüllung darstellt, umso mehr freust du dich einfach auf die Ewigkeit. Mann, es sind 50, 60, 70 Jahre, dann setzt eh die Demenz ein. Also von daher ganz entspannt bleiben. Mehr ist das nicht. Kommen wir zu unserem Text im Titusbrief. Es gab anscheinend so viele Sklaven unter den Christen, dass es sich lohnt, in einem Brief sie als eine eigene Gruppe. Wisst ihr noch, welche Gruppen wir vorhatten? Ja, die alten Männer, die alten Frauen, die jungen Frauen ein bisschen, die jungen Männer noch ein bisschen weniger. Ja, und jetzt Sklaven, busch, zwei Verse. Es scheint also in der Gemeinde eine ganze Menge Sklaven gegeben haben. Frage, wie sieht gesunde Lehre für Sklaven aus? Und was können wir davon lernen? Titus 2, die Verse 9 und 10 nochmal. Ich lese einfach nochmal vor. Die Sklaven ermahne, ihren eigenen Herren sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen. Jetzt habe ich dahinter geschrieben, zu gefallen, nicht zu widersprechen, nicht zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Ich fange mal hinten an. Ein Sklave ist ein vollwertiges Mitglied der christlichen Familie. Und er kann einen vollwertigen Beitrag zur Verherrlichung Gottes leisten. Dieser Dienst als Sklave, und zwar die Frage, wie sie diesen Dienst ganz praktisch leben, soll eine Zierde, ein Schmuck für die Lehre von dem Herrn Jesus sein. Und ich finde das so wichtig. Ich formuliere das mal ein bisschen deutlich. Christentum will nicht die Religion für eine gut bürgerliche Mittelschicht sein. Nicht für die Leute, die, ich sag's mal, zu ihrem Häuschen in dieser Welt auch noch ein Ticket für die nächste haben wollen. Und sich, weil es ihnen gut geht, sich vielleicht ein bisschen zivilisierter und ein bisschen ehrlicher verhalten können, als das im Allgemeinen der Fall ist. Christentum ist für alle. Und es muss auch so sein. Christentum ist für alle. Christentum heißt, ich weise mit meinem Leben, indem ich auslebe, was Jesus mir geboten hat, seine Lehre. Ich weise mit meinem Leben auf Jesus hin. Ich bin in der Art und Weise, wie ich lebe, ganz, ganz praktisch, also wirklich ganz, ganz praktisch, für den Sklaven runtergebrochen auf, wie du die Böden wischst von mir aus. Ich bin auf die Art und Weise, wie ich lebe, in meinem Leben ein Aushängeschild für das Evangelium. Christus in mir wird zum Licht für die Menschen. Christus in mir. Und damit das funktioniert,
braucht es keine hochbegabten Überchristen. Das ist jetzt für die, die jung im Glauben sind, ja? Auch wenn ihr denkt, man braucht ein extra IQ, um die Elberfelder Bibel zu verstehen. Nein. Ja, vielleicht muss er einfach eine einfache Übersetzung lesen. Christsein ist nicht dieses intellektuelle Spiel, was manche Leute spielen. Christsein ist unglaublich praktisches Leben für Gott. Und ich kann das Leben da, wo Gott mich hingestellt hat. Wisst du, ob du am Schlachthof arbeitest oder als CEO irgendwo in so einem Glaspalast. Das spielt keine Rolle. In beiden Fällen ist der Auftrag gleich. Du sollst, egal ob du hier, was weiß ich, mit der Kettensäge Rinderhälften verteilst oder ob du in einem schicken Büro so mit Blick über die Skyline sitzt, du sollst in beiden Fällen durch dein Leben ein Hinweiszeichen auf Jesus sein. Du musst in beiden Fällen überlegen, was heißt es für mich jetzt, hier mein Christsein zu leben. Und es mag ein bisschen unterschiedlich sein, die Herausforderungen mögen unterschiedlich sein. Ja? Es ist aber beides Mal das Gleiche. Ja, egal, ob du dir im wahrsten Sinne des Wortes die Finger schmutzig machst, vielleicht über einen zweiten Bildungsweg gerade mal deine mittlere Reife nachholst, oder ob du auf der anderen Seite zu der Elite zählst, die sich ernsthaft überlegt, ob sie als Dienstwagen jetzt einen 5er BMW oder doch lieber C-Klasse fährt. Es sind unterschiedliche Probleme, die Leute haben. Aber beide werden auf ihre Weise herausgefordert, an dem Ort, wo Gott sie berufen hat, den Menschen, die Gott ihnen zur Seite stellt, das Evangelium vorzuleben. Und man sieht das halt nirgends besser als hier bei den Sklaven. Weil die Sklaven hätten ja locker aufgrund ihrer Stellung sagen können, okay, wir kriegen das mit dem Christsein nicht so hin, ja, wir sind ja irgendwie ganz unten. Und jetzt kommt Paulus nicht und sagt, ja, wir kennen das Problem. Bei euch gibt es quasi so Ethik in so einer abgeminderten Form. Ja, so eine halbe Ethik. Und das genau das Gegenteil ist der Fall. Schauen wir uns mal an, was das für Sklaven bedeutet, dieses Einmaleins des Glaubens. Hier steht, sie sollen sich unterordnen und ihren Herren gefallen. Das heißt, statt widerwillig aus Zwang ein bisschen Dienst nach Vorschrift zu tun, sollen sie ihren Job richtig gut machen. Das ist der Auftrag. Wir gehen mal kurz in den Kolosserbrief. Der sagt noch ein bisschen mehr zu dem Thema und ich wollte euch die Stellen nicht vorenthalten. Kolosser 3, die Verse 22 bis 24. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei. Also Augendienerei, wenn jemand zuschaut, mache ich meinen Job gut und wenn keiner zuschaut, dann mache ich ihn halt schlampig. Nicht in Augendienerei. Als Menschengefällige, ja, geht nur um, sondern in Einfalt des Herzens, jetzt kommt es, den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber heute weißt du, dass wenn du den blödesten Job für deinen Chef erledigst, dass eigentlich du den Job für den Herrn Jesus tust. Und da spielt es wiederum keine Rolle, ob du zu Hause. Ja, ich weiß nicht, was ihr Frauen am wenigsten gerne macht. Ja, keine Ahnung, jeder hat wahrscheinlich so seine geliebte Sache, wie Wäsche zusammenlegen oder Spülmaschine ausräumen. Keine Ahnung, jeder hat sowas, wo man sagt, boah ey, schon wenn ich dran denke. Ja, bei mir ist das, ich hasse Verwaltungskram. Wirklich. Ich kann Verwaltungskram problemlos 6 Monate vor mir herschieben. Null Probleme. Aber ich weiß eigentlich, ja, dass das nicht geht, weil was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als den Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung oder als Belohnung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Egal, wen du als Chef hast. Du hast einen Chef drüber. Und dem bist du eigentlich verantwortlich. Und das ist das, was Sklaven verstehen müssen. Und dieses Prinzip gilt logischerweise, wenn es für Sklaven gilt, für alle Berufe. Ja, man kann das vom Kleineren zum Größeren einfach extrapolieren. Wenn der Sklave schon Gott verantwortlich ist, wie viel mehr der freie Mann oder die freie Frau, wie viel mehr der wirklich auch so viel Verantwortung trägt, dass er über andere Menschen herrscht oder anderen Menschen Jobs gibt. Das ist ja logisch. Wenn das für den Einfachsten gilt, wie viel mehr für den, der in der Nahrungskette weiter oben steht. In letzter Konsequenz ist unsere Arbeit immer für Gott. Arbeitet von Herzen als dem Herrn. Das ist die Arbeitseinstellung eines Christen. Sag das nochmal. Arbeitet von Herzen als dem Herrn. Das ist die Arbeitseinstellung eines Christen. Und je mehr mir mein Job keinen Spaß macht und ich nichts daran ändern kann,
desto wichtiger wird uns, wird es uns, dass wir dieses Prinzip vor Augen halten. Logisch, wenn mein Job Spaß macht, ja, aber was, wenn du an so einen Punkt kommst, aber bäh, was machst du dann? Und dann ist es wichtig, diesen Vers vor Augen zu haben. Wenn mein Chef mir einen Auftrag gibt, dann hat er das Recht darauf, dass ich einen guten Job mache. Dieser Vers 24 macht deutlich, dass Gott mich für meine Treue belohnen wird und dass mein Dienst eigentlich dem Herrn Jesus gilt. Und nur weil wir vielleicht keine Sklaven sind, sondern, jetzt mache ich mal ein paar Beispiele, ja? Wie wäre es mit Auszubildenden im ersten Lehrjahr, die den Hof fegen dürfen? Yeah! Ja? Super, habe ich mal als Praktikant gemacht. Ganz toller Job. Ja? Oder Reinigungsfachkraft. Und du kriegst immer die Männerklos, wisst ihr, die Verpissten, wo sie fast getroffen haben. Ja? Das ist immer dein Job. Das ist genau der Moment, wo du sagst, was mache ich jetzt? Ja? Dienst nach Vorschrift, so halb, rumzicken. Nee, nicht rumzicken, nicht Dienst nach Vorschrift, sondern ja, Chef, mach ich. Ich krieg's hin. Ja, du musst nicht lügen. Also von daher, du musst nicht sagen, ich mache es gerne. Ja? Man kann schon ehrlich sagen, es ist eine leichte Überwindung. Ja? Achtung, bei dieser Sache, es gibt tatsächlich kein Ansehen der Person bei Gott. Das ist wichtig, wenn wir den Vers fortfahren, Vers 25, Kolosser 3, 25. Denn wer Unrecht tut, und jetzt sind hier immer noch die Sklaven im Blick, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Also auch ein Sklave kann nicht einfach sagen, ich bin Sklave, da kann man jetzt nicht so viel erwarten. Nee, wenn du Unrecht tust, also wenn du deinen Job nicht gut machst, dann wirst du das Unrecht empfangen, das du getan hast. Das ist kein Ansehen der Person bei Gott. Also Arbeitsethik und die Verantwortung, einen vernünftigen Job abzuliefern, weil ich Christ bin und durch die Art, wie ich lebe, Gott entweder gut oder schlecht aussehen lasse. Arbeitsethik hat nichts, und zwar absolut nichts, mit meinem Stand in der Gesellschaft oder mit meiner Stellung in der Firma zu tun. Absolut nichts. Wir können uns nicht rausreden und sagen, wir sind ganz unten, ja, für mich gilt das nicht. Doch, es gilt für dich. Du kannst das kleinste Licht sein. Wirklich das allerkleinste Licht, was es in der Firma gibt. Und doch dieses kleine Licht scheinen lassen, dass Menschen Jesus finden. Und darum geht's. Für Paulus ist es nicht schwer, hier Beispiele zu finden. Wir schauen uns die nochmal an. Titus 2, die Verse 9 und 10 bitte nochmal. Die Sklaven ermahnen ihren eigenen Herrn, sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, also zu gefallen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Also wie gefällt ein Sklave und letztlich wie gefällt jeder Arbeitnehmer? Nicht widersprechen, nichts zu unterschlagen. Statt, nee, mach ich nicht. Wie wär's, ja, statt rumzuzicken, ja, und so diesen Unmut, den man hat, über den neuen Auftrag richtig Ausdruck zu verleihen. Wie wär's mit einem freundlichen, ja, Chef, wird gleich erledigt. Na, das wäre doch was, ja? Ja? Achtung, es geht hier nicht um Passivität. Es geht nicht darum, dass wenn ich weiß, mein Vorgesetzter hat einen Fehler gemacht und hat eine Fehlentscheidung getroffen, dass ich sage, ah, jetzt lasse ich ins Messer rennen, weil ich soll ja immer alles gleich machen. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass ich meinen Job gerne mache. Nichts zu unterschlagen. Ja, so diese kleinen Diebstähle, die nicht weiter auffallen. Übrigens auch an Zeit. Ja? Auch Pausenzeiten sind nicht beliebig ausdehnbar. Ich weiß, dass das von alleine passiert, aber sie sind eigentlich auch eine Form von Unterschlagung. Und man könnte hier bestimmt noch viel mehr Ideen haben, wie man als Sklave, beziehungsweise für uns übertragen, als Angestellter, gefallen kann. Und ich dachte, es wäre an dieser Stelle gut, euch, wenn ihr das nicht immer wisst, wie man sich verhalten soll, euch einen Ideengeber mitzugeben. Einer von den Bibelversen, die gehören wahrscheinlich zu den Top 30, die man auswendig lernen muss. Matthäus 7, Vers 12. Einfach nur den Anfang, da reicht ein halber Vers. Wenn ich mal nicht weiß, wie ich mich verhalten soll, das ist der Vers. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Also wenn du nicht weißt, wie du dich verhalten sollst auf Arbeit, stell dir kurz vor, du wärst der Chef. Und du würdest dir überlegen, was würde ich mir von meinem Angestellten wünschen. Ja? Und wenn du weißt, was dein Chef dich wünschen würde, dass du tust, dann weißt du schon, was du tun sollst. Ist doch schön. Leben ist so herrlich simpel, wenn man es erstmal verstanden hat, oder? Ja, ohne Scherz. Ich weiß noch, ich habe das mal angewandt. Mir gefragt, wie gehe ich richtig mit der Sekretärin vom Chef um? Das war so eine Frage.
Dann habe ich mich in sie hineinversetzt, habe mir überlegt, was würde ich mir wünschen, wenn ich Sekretärin vom Chef bin, wo alle Leute reinkommen und rausgehen, ja? Und dann fiel mir auf, ich würde gerne freundlich gegrüßt werden. Ich würde gerne jemanden haben, der von sich aus die Tür zumacht, ja, und das nicht immer durchzieht. Jemand, der, wenn er was zusagt, sich vielleicht dran hält, also nicht sagt, ich mache das noch und es dann doch nicht macht, dann muss hinterher telefoniert werden. Also da fällt einem plötzlich ganz viel ein. Und schon weiß man, wenn man das aufschreibt, was man sich selber wünschen würde, man weiß schon sofort, wie man sich der Sekretärin gegenüber richtig verhält. Das sind ganz tolle Ideengeber. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Und dann ist völlig klar, ja, möchte ich, dass mein Angestellter zu spät kommt? Nee. Möchte, dass er mich betrügt? Nee. Möchte, er mich anlügt? Nee. Möchte, dass er Pfusch macht? Nee. Will ich das nicht. Also mache ich es nicht. So simpel. Macht Leben bloß nicht kompliziert, bitte. Ganz simpel. Also, was ist unser Ziel dabei? Kommen wir zum Ende des Verses nochmal. Titus 2, Vers 10. Nichts zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Das Wort gute Treue ist kaum verständlich, also auch nicht im Griechischen, kann man, ja, das ist eine schräge Formulierung. Wie soll Treue gut sein? Treue, das Wort ist irgendwie klar. Treue steht für Vertrauenswürdigkeit. Wenn wir treu sind oder Treue erweisen, dann erledigen wir die uns anvertrauten Aufgaben zuverlässig. Frage, was ist gute Treue? Ich mach's mal andersrum. Was wäre denn böse Treue? Ja, wenn man es gleich nicht versteht, hilft es manchmal, einen Begriff einfach umzudrehen. Was könnte denn böse Treue sein? Und dann merken wir, stimmt, bei Treue, da gibt es ja tatsächlich zwei Arten. Ich kann treu sein und meinen Job erledigen und dabei eine gute Absicht haben. Ich könnte aber auch alles machen, was man mir aufträgt, und ich mache das gar nicht aus einer guten Motivation, sondern ich habe Hintergedanken. Es geht mir eigentlich nicht darum, Gott zu dienen und meinem Chef zu gefallen, sondern ich habe so was Eigenes, so einen eigenen Vorteil, auf den ich eigentlich bedacht bin. Die Treue ist schon treu irgendwie von dem, was man sieht, aber doch irgendwo nur gespielt. Und jetzt kommt Paulus und sagt, mach das nicht. Diese unechte Form von Treue, darum geht es nicht. Deswegen kann man hier statt gute Treue vielleicht im Sinne von echt oder ungeheuchelter Treue übersetzen. Und ich möchte nochmal auf Kolosser 3, Vers 22, was wir vorhin hatten, da gibt es einen ähnlichen Begriff, nämlich in Einfalt des Herzens. Kolosser 3, 22, ihr Sklaven gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige. Das ist dieses, ich will nur gut dastehen, das reicht mir schon. Nee, wir wollen mehr. Wir wollen viel mehr. Wir wollen, weil wir Kinder Gottes sind, wir wollen Gottes Charakter widerspiegeln. Wir wollen das ausleben, was der Geist Gottes in uns gewirkt hat. Darum geht es. Und deswegen können wir ohne Hintergedanken, ohne was vorzuspielen, wir können, wie heißt es hier, sondern in Einfalt des Herzens. Wir haben ein ehrliches Herz. Wir machen das, weil wir so sind. Weil wir das nicht nur irgendwie mal für 5 Minuten für richtig halten, sondern weil wir sagen, das ist Leben. Dafür stehen wir. Das sind wir. Und das mache ich auch, wenn keiner zuschaut. Und das mache ich auch, wenn ich Nachteile habe. Ich bin treu. Kommen wir ganz zum Schluss. Ich habe jetzt gesagt, Christen sind treu, fleißig, zuverlässig, auch dann, wenn der Chef nicht zuschaut. Was machen wir mit diesen ganzen Texten? 3 Dinge gebe ich euch mit. Punkt Nummer 1. Wir sind Gottes Aushängeschild. Bitte nimm das mit. Menschen sehen dich, und egal wo wir stehen, wir können entweder durch unsere Treue, durch unsere Art, wie wir arbeiten, durch unseren Fleiß Gott ehren, oder wir können Leuten Munition geben, zu sagen, Christen sind auch nicht besser. Punkt Nummer 2. Wenn wir arbeiten, dann ist unser eigentlicher Chef der Herr Jesus. Also wir arbeiten natürlich für unseren Chef, aber wir arbeiten so, dass es nicht primär unserem Chef, sondern dem Oberchef, dem Herrn Jesus, gefällt. Er soll in letzter Konsequenz mit meinem Dienst zufrieden sein. Und der 3. Punkt, Christsein ist unglaublich praktisch. Ich weiß, das habe ich schon so oft gesagt, aber ich werde es auch noch ein paar Mal sagen, weil es so herrlich schön ist. Christsein macht sich gar nicht an diesen ganzen Theorien und, ich weiß nicht, orthodoxen, dogmatischen Spielereien fest. Können wir auch machen, aber unterm Strich runtergebrochen geht es um die Fragen, bin ich zuverlässig, halte ich mein Wort, erledige ich meine Jobs, halte ich meine Pausenzeiten ein,
Bin ich einer, der klaut, oder bin ich einer, der fleißig ist? Rede ich nicht schlecht über meinen Chef? Denke ich mit? Und was es sonst noch gibt. Das ist das, wo du dich als Christ in dieser Gesellschaft erweist. Und zwar egal, ob es dir gleich zum Vorteil wird oder nicht, weil du weißt, dass du für Jesus unterwegs bist. Und in dem Sinne können wir von den Sklaven lernen, wie wir zu leben haben. Und ich glaube, da steckt, zumindest geht es mir, wenn ich das so predige, da steckt immer wieder auch ein Ansporn dahinter, meine Arbeit als etwas Heiliges zu sehen. Als etwas, was Gott mir gegeben hat, damit ich ihn ehre. Und ihn in der Art und Weise, wie ich arbeite, ihn verherrliche. Und durch meine Arbeit ihm beweise, wie viel er mir lieb ist. Amen. Amen.